Ja, wenn ich Ture richtig deute, fordert er Kontinuität von seinen Mädchen. Weitermachen, den Schwung nehmen und mit Kraft das Ding hier zu Ende bringen. Weil genug Kraft, Schlagkraft in Form von Mira Topic, Adlarova und auch Patricia Thormann ist vorhanden. Ja. Heute folgen wir schlicht wieder auf für die Gäste. Auch mit der Sprungaufgabe. Und Thormann mit dem entsprechenden Glück. 8-8. Ungewöhnliche Angriffsvariante und der Ball war drinne, sagt der Linienrichter. Und damit Punkt für Gent. Aber ganz ideal war diese Angriffsformation, glaube ich, nicht. Zumindest nicht so gewollt. Ich bin jetzt noch perplex, weil ich habe eigentlich gesehen, dass der Ball aus war. Da muss noch jemand auf Schariners Seite dran gewesen sein, was ich nicht gesehen habe. Nee, das nicht. Aber jetzt war einer von Gent der Seite dran, deswegen Punkt für Sperrin. Nein, aber der Linienrichter zeigte, der Ball war drinne. Und ich glaube, aufgrund dessen der Punkt für Gent. Sei es wie es sei, 9-9, Aufschlag bei Patricia Thormann. Jetzt gibt es wieder einen technischen Fehler. Da muss auch der Trainer sich erstmal erkundigen, was jetzt eigentlich der Fehler war. Abgenickt. 10-9 für Schwerin. Und Denise Hanke mit einem Abschuss. Hat sie gut gemacht. Und was da für Wucht hintersteht, ne, in den Schlägen der Damen. Alle Achtung, 11-9. Und Auszeit genommen von Gent. Weil die sind natürlich jetzt unter Zugzwang, dass er sich vorher ansprach. Der zweite Satz für Schwerin. Dementsprechend, Gent muss hier was tun, weil sonst geht der, wenn der Satz hier verloren geht, dann ist das Spiel verloren. Genau, also wenn die jetzt im Spiel bleiben wollen, müssen sie diesen Satz gewinnen. Schwerin ist da klar im Vorteil jetzt. Aber Druck kann natürlich auch das Gegenteil bewirken. Na? Wie im positiven als auch im negativen Sinne. Ja, das kann mit Druck so sein und das kann mit fehlendem Druck so sein. Wir werden schauen. Patricia Thormann. Oh, Adlarova, da hätte sie gar nicht mehr hingehen müssen. Und da war eine Sperrinerin dran. Das haben alle vier Linienrichter zugleich angezeigt. Und das ist ein Punkt für Gent, 11-10. Und Goos bei der Angabe. Und Topic mit einem Annahmefehler. Und der Ausgleich, 11-11. Das bleibt spannend. Und die Nummer 9 der Gäste, Elise Goos mit dem Aufschlag. Und das ist ein direktes Ass und damit die Führung für Gent. Abstimmungsproblem auf Schariners Seite ermöglichen ihr das Ass und die Führung für Gent, 11-12. Ja, klare Anweisung jetzt von Ture an Lisa Thomsen. Und der Ball, gut gedacht, aber zu weit. 12-12. Denise Hanke. Klasse geholt von Lisa Thomsen. Und da hätte sie gar nicht mehr hängen müssen. Adlarova mit dem Punkt und die Falkenhehe
schlägt da die Hände vorm Kopf, der hätte nicht nehmen müssen. Aber alles richtig gemacht. Ich war in der Seite und Denise Hanke erneut mit der Angabe. Sehr gut von Mira Topic. Und der Block von Mira Topic ebenfalls erfolgreich zum 14 zu 12. Mira Topic wieder den Block angeschlagen und da geht ins Aus. 2 Punkte vor für den SSC. Denise Hanke. Unglaublich, was für eine Höhe der Ball hat, wenn sie den hochwirft. Und diesmal sehr gut die Lücke im Block gefunden. Der Block ist sich rechtzeitig zusammen. Von LeMay. Und 13-14. Van de Steene. Ah, da sind sie sich noch nicht ganz einig mit der Absprache. Und Annahmeschwäche bei Julia Retzlaff und der Ausgleich durch die Gäste. Und da haben sich auch einige Belgier noch quer in der Arena übereingemistet, während Mira Topic hier die 15-14 Führung für den Schweriner SC erzielt, hört man doch diese WDK-Rufe quer in der Halle, auch uns gegenüber, hier unter uns und auch quer gegenüber aus der Arena. Ja, ja. Also ich finde das toll, dass auch belgische Fans hier mit hergereist sind. Das macht eben das Flair eines Europapokalspiels auch aus, ne? Dass die Gastmannschaft hier auch Fans im Rücken hat, die sie anfeuern. Dass sie natürlich gegen mehr als 1000 Zuschauern, die auf der SSC-Seite stehen, nicht die Chance haben, aber das gehört dazu und das ist toll. Ja, und die werden sich auch gefreut haben, gerade über den Punkt für Gent zum Ausgleich 15-15. Die Schweriner haben reklamiert, da wäre noch eine Belgierin dran gewesen. Die Schiedsrichter entscheiden anders. Und mit der Wuchtgewalt, Wendula Adlerova, zum 16-15 und die technische Auszeit. Das hätten wir heute Abend schon mal 16-15 zur technischen Auszeit. Ja, aber das zeigt jetzt auch, was für ein spannendes Spiel es geworden ist und wie klasse es geworden ist. Ja, und hier erscheint gerade die Ankündigung auf dem Spielanzeige. Das nächste Heimspiel für Schwerin ist dann der Gegner der VfB Suhl und da kommt der bisherige Co-Trainer der Schwerinerin als hauptmannschaftlicher Trainer Felix Koslowski trainiert den VfB Suhl und der ist am nächsten Mittwoch hier zu Gast mit dem VfB. Die Matadoren betreten das Feld und das Volk zeigt seinen Respekt in Volleyballsprache umgesetzt. Das Spiel geht weiter und die Arena ist lautstark mit dabei und Berit Kaufeld mit der Angabe. Und es war sehr gut gelöst und der Punkt für Schwerin, weil der Ball zu weit war. Aber trotzdem Kompliment, dass der Ball überhaupt noch bis rüber kommt. Ja, und war also so knapp am Netz ran. Also, und dass die Mädels aus Gent den dann auch noch wieder rüberkriegten, war schon eigentlich sensationell. Aber dann haben sie ihn leider ins Aus befördert und Punkt für Schwerin, 17-15. Ja, natürlich nicht nur, dass sie rübergekriegt haben, auch mit welcher Wucht, wie gefährlich der Ball doch war. Und Berit Kaufeld erneut mit der Angabe. Wieder die kurze Variante gespielt, die Lücke gefunden, aber leider wieder zu weit. Der war wieder im Aus. Gleiches Schema wie vorher. 18-15 für den SSC. Und erneut Auszeit genommen von den Gästen. Und jetzt muss die Auszeit was bewirken. Im zweiten hat es funktioniert. Schauen wir im vierten, wie es wird. Weil wenn sie nichts bewirkt, dann ist das Spiel hier vorbei. Ja.
Also wenn dieser Satz an den SSC geht, dann ist das Spiel, das Match, das Achtelfinale im Europapokal Challenge Cup gelaufen und der Sieger heißt dann der SSC Schwerin. Und die Spielerinnen des SSC nehmen hier die Zuschauer nochmal mit, die es dankend annehmen. Und Berit Kaufeld mit der Angabe. Und erneut zu weit. Das sieht gar nicht so doll auf, wie sie darauf schlägt, aber der Ball fliegt quer über das komplette Feld ins Aus. 18 zu 16. Das war klasse von Patricia Thormann. Die Lücke gesehen und genau hinten in die Ecke reingespielt. 19-16, Julia Retzlaff. Erneut Patricia Thormann, das haben die Belgier jetzt gut gespielt und Adler Robert bekommt den Ball nicht mehr rüber. Das war jetzt gut gespielt mit Patricia Thormann abgeschlossen, da haben die Belgier gut geholt, den Ball wieder rübergekommen. Und Schwerin hat alles versucht, aber war nicht zu holen. 19 zu 17. Ja, auf alle Fälle, das war eben wieder ein sehr schöner Ballwechsel und die Mädels mussten sich teilweise ganz schön strecken, um den Ball hier noch zu bekommen. Und ein erneutes Ass für die Belgier durch die Balkenier. Und damit Auszeit genommen von Tore Alexandersen. Ja, und Tore, der wohl doch der Meinung ist, dass man den Satz hier klar machen sollte, um ein wenig Nerven zu sparen, hat das jetzt auch nochmal in einer etwas emotionaleren Ansprache seinen Mädchen klar gemacht. Ob sie es verstanden haben, werden wir jetzt sehen im Folgenden. Wieder fehlende Kommunikation zwischen Lisa Thomsen und Mira Topic und der Ausgleich. Und es ist ein